Willkommen bei Swiss Trader. Ich bin da am Testen meines Trading Simulators und der funktioniert wie folgt. Wir haben hier die Opening Range, also das ist die Stundenkerze von 8 bis 9, die Begrenzung. Hier die untere Grenze, hier die obere Grenze und morgens um 9 Uhr wird hier ein Ausbruch nach oben oder nach unten getradet und zwar automatisch nur mit je 0,1 Kontrakten, ganz wenig. Und hier kann ich aber selbst kaufen und da sind es 5 Kontrakte. Da ist also das Handelsvolumen groß und wir haben hier die gelben Kreuze, hier sind der VWAP. Der VWAP, das ist ein Gleichgewichtspreis, also da wird der Preis mit dem Volumen gewichtet und der ist sozusagen der Trenner zwischen Long und Short. Da die Kumawolke des Ichimoku-Indikators auch, also das ist dann nicht mehr so, man muss da je nach Situation schauen, wie jetzt der Begrenzer ist. Hier oben ist nur Long, hier unten nur Short. Wir können hier oben auch Short gehen, aber der Kurs muss dazu sehr hoch sein. Wir können auch hier unten Long gehen, aber der Kurs muss hier auch sehr weit weg sein. Und da, wenn wir da wieder nach unten raustreten, sind wir ganz in der Short-Region. Und jetzt haben wir mehr oder weniger eine Seitwärtsphase. Wir sind in der Opening Range, also obwohl es schon 12.15 Uhr ist. Das wäre jetzt der 3. Januar. Und das heißt, keine Aktion, Seitwärtsrange immer sehr gefährlich. Und sowieso mit 5 Kontrakten nicht an einen Trade zu denken. Und hier haben wir die Pfeile, das sind Outside Bars, also Bars, die die Vorgängerkerze umschließen. Hier auch. Die können bedeuten, dass es Bewegung gibt. Zwar im 1-Minuten-Chart sind die nicht so signifikant. Die orangen Pfeile sind Inside Bars, also auch solche. Wenn solche Bars auftreten, heißt das entweder eine extreme Seitwärtsphase oder kann auch heißen, dass es bald Bewegung gibt. Jetzt gibt es da einen Ausbruch und ich kaufe mal. Kann auch sein, dass das verkehrt ist. Wir sehen gerade 5 Kontrakte. Das schenkt dann wenn man da leicht daneben ist, schenkt das gewaltig ein. Und hier kann ich das, wenn es mir so zu schief geht, schließen. Der Stop-Loss ist hier 15 Punkte entfernt. Das sehen wir auch hier. Der Kaufpreis, der Stop-Loss, also 42 minus 24, das ist etwa 20 Punkte. Und der Take-Profit ist dann, der ist massiv weiter, ich bin schlecht im Kopfrechnen. Und jetzt habe ich da im Moment nicht aufgepasst und jetzt ist mir dieser 5er in den Stop los und habe mir da schon wieder eine massive Einbuße gegeben. Also es braucht einfach auch hier in der Simulation eine gewaltige Konzentration. Wir sind hier aber immer noch im Long-Bereich, also ich kann hier noch nicht shorten, weil wir über dem VWAP sind. Jetzt muss ich schauen, ob ich da irgendwo vielleicht trotzdem hier oben mal short gehen kann, aber das sieht noch nicht so aus. Ganz kurz vielleicht. Nee, das geht in die Hosen. Jetzt haben wir sogar einen Ausbruch, das ist falsch. Nach oben. Da einmal close, ich habe hier noch einen automatischen Kontrakt drin. So, jetzt geht es nach oben. Und muss jetzt aber aufpassen. Oh,
Nein, es bleibt über der oberen Range. Und wir haben jetzt 14:36 Uhr. Über Mittag ist manchmal nicht so ganz klar die Richtung. Und sieht so aus. Ja, das war jetzt ein Take-Profit des kleinen Kontraktes. Mein Fünfer, der lebt immer noch. Und da 14:40 Uhr, der steigt nach wie vor. Ich kann jetzt da den Stop-Loss nicht nachziehen. Ich bin jetzt einfach bereit, das dann zu killen, wenn das notwendig ist. Also wir sind jetzt voll im Long-Bereich. Wir sind jetzt schon über der ersten Opening Range-Projektion. Und mal schauen, wo da. Ja, Vorsicht, wir haben eine Outside-Bar. Das könnte heißen, dass die Musik vorbei ist. Ja, es ist noch nicht vorbei. Lassen wir das noch ein bisschen. Ja, ich gehe mal raus. Also das war jetzt ein schöner Long. Und die Situation natürlich immer noch long, aber da mit 5 reinzusteigen, schon in so einen Reifentrend. Also da diese grüne Linie, das ist der EMA 20 und EMA 10. Die ist also schon sehr lange intakt. Aber wir sind auch über der Kummerwolke, also immer noch völlige Long-Situation. Wir haben jetzt 15 Uhr und ja, da ist die Zeit ist die Serverzeit ist um eine Stunde verschoben. Es ist jetzt eigentlich schon 16:02 Uhr, also die USA hat hier schon eröffnet. Jetzt warten wir mal ab. Ah, da ein Doji, also eine Inside-Kerze. Es könnte heißen, dass es eine Wende gibt. Immer noch nicht. Nee, wir sind da über die 13.000, über die 100er Grenze. Ich wage es mal noch ganz kurz zu kaufen. Bin da bereit, das gerade wieder zu schließen. Ja, man sollte eigentlich da, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, man sollte den Rebound auf den EMA 20 kaufen. Also wenn der runterkommt, nicht hier oben kaufen, kein Ausbruch, sondern einen Rebound. Ups, ups, und jetzt haben wir dann bald die 15 Punkte. Ich kann diesen Stop-Loss halt da auch nicht bewegen, aber das ist besser. Man muss sich angewöhnen, den Stop-Loss nicht zu verschieben. Da werde ich wahrscheinlich ausgestoppt. Nein, der kommt noch. Also dieser Support hält. Ich kann mal hier noch die Equity-Kurve anschauen. Ein eben, das hat sich jetzt nicht mehr gelohnt. Da bin ich wirklich zu hoch eingestiegen. Das kommt vielleicht noch, aber das ist schon eine riesen Seitwärtsphase. Die grüne Linie, ich nenne das ist der Holy Grail Indikator.
die wird immer dünner. Ja, und da haben wir nochmals einen Gewinn. Ich stelle da aber mal glatt, dass ich dann den Gewinn behalte. Und wenn ich da einen Long glatt stelle, dann macht es mir da automatisch einen Stop-Sell. Und zwar bei der Opening 1269. Das ist hier bei der oberen Opening Range, also weit weg noch. Der wird wahrscheinlich gar nicht getriggert. Und wir haben jetzt 16:48 Uhr, bald 17 Uhr. Da das ganze Ding beginnt zu kehren. Ich könnte hier Short gehen, aber das ist nicht so gescheit. Also gut, wir sind hier zwar ziemlich weit weg von der Opening Range, dann darf man eher Short gehen. Ich gehe mal, da sieht es ja schon ein bisschen rot aus. Auch wieder kein idealer Einstieg. Ich hätte ja ein bisschen warten sollen, bis es da wieder zurück in die rote Wolke, in die rote Linie geht. Es könnte jetzt sein, dass wir hier eine Seitwärtsphase haben und dass ich da einen Verlust mache. Also das, wir sind jetzt da in der Long-Region und das ist sozusagen ein antizyklischer Short. Also ohne Garantie, ohne Erfolgsgarantie. Uhr, bald schließt die Börse. Der DAX und nach, ich bleibe höchstens noch drin, um vielleicht etwas aufzurunden, aber danach bleibe ich draußen, weil am Abend da im DAX sozusagen nichts mehr läuft. Und er steigt nochmals. Hast du das Ende der Session? Und sogar eine Outside und ausgestoppt. Oh. Da nur 3105. Ich habe da wieder ziemlich verloren. Das war also nicht angebracht, hier Short zu gehen. Und jetzt sowieso nicht mehr. Jetzt spule ich ein bisschen schneller bis zum nächsten Morgen. Das geht jetzt leider ein bisschen langsam. Da wieder gegen Abend ein leichtes Ansteigen, aber das ist ja eine pure Seitwärtsphase. Da die Ichimoku-Wolke ist so schmal. Mir da mal ein bisschen noch breiter. Ja, jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber da ist also nicht viel los. Dann haben wir 21 Uhr, jetzt ist dann die letzte Handelsstunde. Ein wildes Gezappel. Vor allem durch den Einfluss des Dow Jones. Eigentlich da nicht mehr. Nein, das kann man eigentlich nicht mehr traden. Und jetzt sind wir schon in der Nachbörsenzeit. Da sowieso nicht, da ist ja das Spread etwa 7. Jetzt warten wir den nächsten Morgen ab. Hier hat der VWAP wieder begonnen. Der beginnt jeden Morgen neu, der VWAP.
Das ist erstaunlich, mitten in der Nacht, wie das sich bewegt. Jetzt ist der Wiwet weit, weit unten, weit, weit unten. Und also es ist jetzt ein Aufwärtsgap in der Nacht. Oh, und sehr bald sackt das wieder zusammen. Wie ein Soufflé. Jetzt sind wir wieder massiv short. Das ist jetzt ist 9 Uhr. Da haben wir jetzt gerade einen Ausbruch. Das hat es selbst ge gehandelt. Aber wild, wildes Gezappel. Das ist wahrscheinlich. Ja, und einer der beiden, der wurde schon glattgestellt. Und der zweite auch. Und da wurde jetzt schon die Rückkehr wurde da schon getriggert. Aber das ist schon verrückt. Also 4. Januar. Man sieht da die Nervosität des Marktes. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da shorten kann. Ich bin da weit weg vom VWAP. Eigentlich müsste das erlaubt sein. Jetzt hat es mir da nicht genommen. Nein, das ist immer noch nicht gut. So ein gewildes Gezappel. So, jetzt habe ich geschortet. Bin jetzt genau in der Wolke und in einer Seitwärtsphase. Oh, da wird einem ja fast schlecht. War wirklich nicht zu empfehlen. Also wir sind hier in der Long, im Long-Territorium. Ja doch, jetzt kommt's. Short. Aber ich stelle mal gerade zwischendurch, weil wir sind hier immer noch über der Opening Range. Es ist jetzt 10:40 Uhr. Also wir sind hier noch in sehr starkem Long-Territorium. Eigentlich hätte ich hier Long gehen sollen. Also sehr vorsichtig mit Shorts im Long-Territorium. Und immer noch im Long-Territorium, zwar unter der Kumo-Wolke. Der EMA 1020 ist auch rot. Aber eben, nein, es ist immer noch nichts mit Short. Aber wahrscheinlich auch nichts mit Long. Knapp über der 13.000er Grenze. Bin versucht hier oben short zu gehen. Nein, keine Chance, es geht weiter nach oben. Ich getraue mich da aber nicht. Long zu gehen, irgendwie sieht mir das nicht so geheuer aus. Jetzt sind wir dann wieder in der Kumo-Wolke. Ah, noch abgeprallt an der Kumo-Wolke. Da bin ich jetzt wahrscheinlich zu spät. Kommt da trotzdem noch. Ups, ups, ja, noch massiv, aber ich gehe da wieder raus. Ist einfach ein wildes Gezappel. Aber es geht nach wie vor weiter, das ist ja unglaublich. Das ist jetzt der 4. Januar.
mit solchen Longs, die so zappelig sind, da habe ich meine Mühe. Da reicht wahrscheinlich der Stop-Loss von 15 Punkten nicht aus. Und jetzt können wir es da wagen, Short zu gehen mit einem Stopp. Probieren wir es von nur 15. Es ist halt relativ knapp durchgehend. Ups. Extreme Eindeckungen. Auf Längsheimer schalten. Also wir sind hier eigentlich noch voll in Long-Territorium. Wo ist jetzt der V-Web? Ja, der V-Web ist weit unten. Kann auch sein, dass der mir jetzt ausgestoppt wird. Hier sehen wir die Kumo-Wolke, sehr flach, das heißt Widerstand. Ausgestoppt. Also da ist jetzt vorerst nichts zu treten. 16:26 Uhr. Vielleicht jetzt wirklich hinauf. Versuche es mal mit einem Long. Weil da haben wir eine typische Long-Situation über der Kumo-Wolke. EMA 1020 grün. Da haben wir auch den Cross-Up von Tenkan und Kyunshen. Und wir sind weit, weit über dem V-Web. Steigen wir da noch weiter. Stell mal glatt. Ja, das war's jetzt mal. Dann bis später bei Swiss Trader.